So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Angekündigt war es ja, Sniper Ghost Warrior 2. Ich hoffe, es läuft jetzt ein bisschen besser. Ich habe das einmal aufnehmen müssen. Hat allerdings gar nicht so richtig funktioniert. Deshalb gucken wir erstmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht in den Video-Settings irgendwas eingestellt ist, was das Ganze... Weil Elgato macht Probleme. Elgato schmeißt mir, also wenn, dann kann es höchstens hier V-Sync. Weiß nicht, ob das... Ne, ist eigentlich alles in Ordnung. Auflösung akzeptierter. Verstehe ich jetzt nicht, weil es gab dann einige Aussetzer bei Elgato. Elgato hatte gestern sowieso schon einige Probleme und auch im Livestream, ne? Auf einmal war es dann abgehackt und so war es dann praktisch bei der Aufnahme auch. Teile zwischendurch haben gefehlt, dann passte die Tonspur nicht dazu und alles ganz, ganz seltsam. Also bin echt ein bisschen überfordert. Ich guck mal ganz kurz. Bulletcam ist an, das ist auch ein HUD-Anpassung. Render, ja, das ist okay. Steuerung hatten wir. Wir könnten noch Controller, aber ich spiele mit Maus und Tastatur. Wie sagen, machen wir einfach mal probehalber für die erste Folge nur den Schießstand und fangen morgen mit der Story an. Machen wir hier Mittel, genau, und gucken einfach mal, wie das Ganze so ist. Kurze Folge zum Reinschnuppern. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber ich wollte es immer mal spielen. Ich habe demomäßig mal die erste Mission gespielt. Vor Ewigkeiten. Ich glaube, das war damals auf der 360 gewesen. Und hatte immer überlegt, ja Mensch, wäre irgendwie ganz lustig, das mal so zu zocken. Ah, hier haben wir was. Was haben wir da? Genau. Ein Gewehr. Das muss man natürlich sagen. Gefällt mir das besser. Ah, das gefällt mir nicht so gut. So. Da sollen wir hingehen. Das sieht ja schon ganz schnieke aus, ne? So, ducken. Ah, wir gehen hier in Liegeposition, würde ich sagen. Kann ich das hier als... So. Dann gucken wir mal. Jetzt kann man hier anhalten. Achso, wir sehen das noch nicht. Wenn man eine Weile wartet, dann kommt hier dieser Punkt. Genau. Sehr schön. Ich mache noch nicht mit der Bullet Time. Das kann man später machen. Da oben. Ah. Muss den Weg mit einrechnen, ne? Das war zwar sonst getroffen, aber... Ja. Das ist halt echt ganz cool. Also ähnlich wie bei... Sniper Elite. Man kann halt nicht sofort schießen. Ah, sehr gut. Man muss halt wirklich sich Mühe geben und halt gucken, wo es wäre. So, schlag mal nach. Ah, kurz. Da ist ein Magazin rein. Das ist das, was am längsten dauert immer. So, die haben wir. Da hinten ist das nächste. Ah, okay, er hat zumindest getroffen. Man kriegt das so langsam ein Gespür für. Letztendlich muss man auch oben drauf achten, wie ist das mit dem Wind und allem. Ach ja, Wände und sowas kann man durchdringen, das ist echt ganz lustig. Ja, zwei mit einer Klappe. Na komm schon, da war doch da eben zu sehen. Das ist langsam, das ist gut. Hier unten der nächste. Auf die kurze Entfernung brauche ich, glaube ich, nicht so viel. So. Ja, aber auf die kurze Entfernung ist es halt nicht so ein Weg. Man muss überlegen, klar, die Projektile sind schon sehr schnell unterwegs, allerdings brauchen sie halt auf diese kurze Entfernung halt wirklich nicht so lang. Sehr gut. Das ist echt in Ordnung. Ich mag solche Sachen. Auf der Xbox hätte man natürlich, weil ich habe erst überlegt, aber die 360 habe ich ja nicht mehr. Vor der 60 hätte man natürlich den Vorteil, es würde Gamerscore geben, aber ach, egal. Wer braucht die schon? Dann müssen wir weiter weg. Und Bullet Time zum Kalibrieren. Noch irgendwo einer? Naja, Windrichtung, ne? Ah, ein bisschen niedriger geworden. Okay. Sehr gut. Ist hier noch einer? Ah, da. Guck einer an.
Ich hatte auch erst überlegt, ob ich Sniper Elite 3, was wir ja schon mal als Let's Show hatten, zeige, aber. Oh, nachladen. Aber ich bin der Meinung, das können wir später nochmal machen. Auf Xbox One habe ich das ja. Und da ich Sniper Ghost Warrior 3 zocken möchte, was wir dann auch zeigen werden, wenn es rauskommt, und den neuen Sniper Elite Teil, wenn er denn rauskommt, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir die Vorgänger ein bisschen gespielt haben, dass wir auch ein bisschen reinkommen, sehen, wie funktioniert das. Er geht gleich wieder weg, oder? Ne, geht nicht weg. Ah, es ist so Tontaubenschießen gerade so ein bisschen. Ist halt. Ne? Ja, geht doch eigentlich. Weitester Treffer. Schnieke. Würde ich sagen, fangen wir dann doch mal mit der Mission an. Einfache Kampagne. Neues Spiel bitte. Ja. Dann machen wir. Machen wir Mittel. Mittel war ganz okay. Das kann man überspringen, ist nur von wegen, ja, irgendwer hat irgendein Virus, irgendwie, ziemlich doof gemacht, die deutsche Version, muss ich sagen. Ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten ganz in Ordnung. Also zumindest von der Sprache her, ne, es sind schon bekannte Sprecher. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden. Aber die Dialoge, wirkt alles so lieblos und, so schnell vor allem daher gelabert, ne. Das ist so ein bisschen nervig. So. Sieht aber auf jeden Fall schnieke aus, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, ne? Ja, klar, es ist kein Crysis oder kein Ark von der Grafik her, aber es ist immer noch schnieke. Sicher. Das gefällt mir auf jeden Fall und ich mag solche Spiele. Ja, genau, benutze die Maus. Hier zum Hochklettern. Vor allem mit hoher Auflösung und allem. Sieht das echt ganz hübsch aus. So. Hinterher rennen. Jetzt wird uns so die ganze Steuerung erklärt. Jupp. Ein Soldat. Soll ich ein Platt machen? Bereit. Okay. 3, 2, 1, los. Gut. So. Schuppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er? Cole, check das mit der. Na los. Okay, weiter. Vorsichtig. Wunderbar. Es gibt nämlich hier so Nachtsicht, ne, oder Thermalsicht. Das ist echt ganz angenehm. So, dann kann man hier runterklettern. So. Irgendwelche Informationen, wie sicher. Ah, nachladen, okay. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ah, okay. Wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Operation Shitstorm hört sich auch nicht schlecht an. Was ein bisschen das Problem ist, er rennt die ganze Zeit vor, sagt uns, was halt Sache ist. Naja, ist unser Spotter, der unsere Ziele halt dann, weil wir sollen uns halt nur auf Schießen konzentrieren, das ist schon schwierig genug. Aber er rennt halt so weit vor, dass wir keine Chance haben, dann teilweise. Sieht aus, als ob die alleine sind. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. Auf die Plätze. 3, 2, halt! Kommt noch mehr. Verdammt, das war genau. Ja, ich kenne das natürlich jetzt schon. Wir müssen ausweichen. Bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen. Mhm. Folge mir. Na komm, kleiner Uhu. Ich nenne ihn Uhu. Folge dem Spotter. Ich habe auch keine Ahnung, was mit der Gatte los ist. Kann sein, weil die Software ist eine Beta momentan. Die rausgebracht haben von dieser Version, um halt einfach neue Sachen, also zum Beispiel Skype wird integriert in den Chat, also in die Sprachaufnahmen und alles, sodass man das nicht mehr separat aufnehmen muss wie früher, sondern das wirklich halt alles mit einem Programm aufnehmen kann, sodass die dann auch angepasst werden, wenn die sprechen, dass es dann entsprechend leiser wird und alles, so wie wenn ich halt sonst spreche hier während des Spiels. Also echt ganz cool gemacht eigentlich, aber es hat anscheinend so seine Problemchen. Zumindest gestern hat es das. Ich hoffe, dass das natürlich jetzt hier besser läuft. So, ich glaube, das ist das M8, was er hat, ne? Dieses Gewehr, was niemals wirklich rauskam. Was aber ziemlich cool aussah von Anfang an. So, ich. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung, darum können wir uns später Sorgen machen. Ja, machen wir. Wir haben dickeren Fisch an der Angel. Okay, genau. Weiter. Vorsichtig! Okay, los. Ich bin hinter dir. Ja, ist immer so dieser Indikator, ob wir halt entdeckt werden oder nicht. Also das Spiel ist relativ linear vom Level-Design her, gibt weniger Möglichkeiten halt irgendwo lang zu latschen, ist aber bei Sniper Elite ja zum Beispiel auch so, ist ja ein kleines Areal, in dem man sich dann bewegt, wobei es auch sehr cool gemacht ist, weil man hat ein bisschen Freiheit, um das halt verschieden anzugehen, das macht Spaß, also diese verschiedenen Möglichkeiten, eine Mission anzugehen. Hier ist es halt eher so ein Spielerlebnis durch, dass man geführt wird, wobei man halt, wo es hier drauf ankommt, wirklich entsprechend die Leute präzise auszuschalten. Das ist ja beim neuen Teil auch ganz anders, ne? Also
Ja, ich bin ja echt gespannt, wenn der rauskommt, weil der sieht mordsmäßig gut aus. Genauso wie der neue Sniper Elite Teil. Auch sehr, sehr gut. Werden wir beides auch spielen, keine Panik. Ich bin ein sehr großer Fan von der Serie. Nimm den nächsten und lass den anderen für mich. So, den soll man lautlos killen. Das können wir mit E machen. So. Yes. Sehr schön. Wunderbärchenhaft, würde ich sagen. So, neues Ziel. Das heißt, dann hat er wahrscheinlich jetzt hier gespeichert. Gehe ich mal von aus. So, und dann würde ich nämlich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut. Ich hoffe, dass das soweit funktioniert hat. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch gefällt das neue Let's Play. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.